Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so weh getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Hat er mir wehgetan? Mein Vater? Nur zu, Captain. Retten Sie eine Waage. Folges opfern. So stur, Captain Blaskowitz. Gute Eigenschaft meine ist Geduld. Opfer doch keine raus. Welche wohl stärker ist? Ihre Sturheit oder meine Geduld? Die Aufgabe ist wirklich nicht schwer. Sehen Sie einfach nur den an, den ich auswählen soll. Ich warte. Bitte? Mach hier gar nichts, du Affe. Kriegst gleich einen Arsch voll, Männlich. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Ich will aber nicht. Junge, das sind doch Kumpels von mir, oder was? So stur, Captain Blaskowitz. Gute Eigenschaft meine ist Geduld. Endlose Geduld. Oh, ja, gut hier. Wer die bessere Haarpracht, oder meine Geduld? Er sieht besser aus, also nehmen wir den Experten hier. Gut. Anja, was ist? Da ist er. Caroline, hier lang. William. Oh, du Dummerchen. Hast du gedacht, wir lassen dich hier zurück? Der Scheiß ist einer Innereinweg raus. Halt sie drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Sachte. Ein Segen, vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Umgeben von Freunden, die ich liebe. Was keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Warte, wir sind raus. Euer! Ja, Madam. Wer verblutet? Schneller! Wow. Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch. Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht. Caroline, er stirbt. Er läuft blau an. Warte, eine Tami, wir haben da Wucht. Sind in anderthalb Minuten. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Alter Freund, kennen wir uns schon aus. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Hey. Kannst du dir das vorstellen? Geht so. Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Nö, jetzt noch nicht. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde. Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Bitte? Vincent, bitte! Bleiben Sie bei uns, Blaskowitz. Kämpfen Sie. Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder, wir brauchen einen Blutspender. Schnell! Ja, dann hör auf zu schnibbeln, Junge. Hey, da fummelt er. Ja! Ich brauche Licht! Da, still jetzt, er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg! Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf.
und werde nach Strich und Schaden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Das ist jetzt ein bisschen aggressiv, mein Lieber, ja? Das ist auch ein bisschen rassistisch, würde ich sagen. Ich kann nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Eben. Nicht nur du mühst dich ab. Zeig's ihm, Mutti. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen, aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Oha, das hat gesessen. Das hat gesessen. Versteckst dich im Schrank. Dein Anblick macht mich krank. Immer her damit, du kleiner Feigling. Mehr hast du nicht drauf? Ja? Du bist so verdammt wach. Die Jacken auf dir rum, die zerbrechen, lassen dich direkt fressen. Und hast du Schuld dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeig dir, wie man es sehen kann. Ich glaube, es hackt hier gerade. Blaskowitsch, kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Die hat eine leicht verrauchte Stimme, ey. Krass. Oh, wer ist das denn? Holla, holla. Und, fühlst du die Tritte? Was? Kinder oder was? Also so sieht in meinen Augen echt vernünftige Erziehung aus, ja. Bessie! Happy, happy! Ja? Braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du braves Mädchen. Du gehst nirgendwo in Winsel, so viel du willst. Das ist... Das sind Munition? Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Hat. Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz und Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schrägen begradigen. Es liegt an dir. Finger an den Abzug. Genau so. Und jetzt... Schieß! Schieß! So schwach wie deine Mutter. Ja, Fadi, ich würde sagen... Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Ich krieg dich, Fadi, ey. Wer ist das? Bin das ich? Bin das ich?
Die Schwachen sind verdammt. Ich mach dich kalt! Oh yeah. Drücken Sie G, um Tippfunktion zu aktivieren. Ich würde sagen, jetzt bin ich langsam am Zug. Oh, Sie sind's. Nehmen Sie das. Die suchen nach Ihnen. Oh ja. Oh ja. Oh Scheiße. Da kommen Sie. Daddy liebt euch. Jetzt kommt der Special Mode. Das U-Boot gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück, Wichser. Das ist sehr nett formuliert, aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe das genauso. Haltet euch an, ja. Bin unterwegs. Was? Sehr nett, danke. Schnell, 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 schnell. Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger schön, dass Sie herumlaufen. Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Was? Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Keine Zeit dafür. Sagen Sie mir... Frau Engel... Sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Das hat sich richtig gelohnt. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse. Ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber... ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Los geht's. Alles klar, Chef. So. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger? Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Caroline, wo immer Sie sind, wachen Sie über unsere Leute, bis ich es geschafft habe. Deaktivieren, okay? Der Aufzug hier. Gute Nacht, Marie. Oh, ich komme hier gleich hoch. Sehr gut.
Oha, viel los. Förderband, ah ja, alles klar. Gut, Förderband umgekehrt. Ja. Auf geht's. Ich sag's dir, und los. Weg da. Schnell weg hier. Oh, andere Seite. So. Oh! Bitte, dass du aufwachst. Ich bin eine Last. Sag doch nicht sowas. Komm. Hoch mit dir. Du bist dick geworden. Seth sagt, wir kriegen Zwillinge. Hey. Hallo? Ist das für eine Aktion jetzt hier? Nicht jetzt, Kinder. Wenn sie überleben, können sie noch genug schmusen. Jetzt hoch mit ihnen. Ja, genau. An Deck. An Deck. Gut festhalten, William. Skeet, Max, Skeet! Schieß, schieß! Yeah! Guter Schuss, Max! Lächeln! Oha! Noch so ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Aua. Seekrugen! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ach, das weißt du nicht. Dieter, abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht, die Diät nicht eingehalten. Sieht man fast auch nicht. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen. Nur ein ganz kleines. Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für dein Land. Und deine Familie! Immer auf die Kinder, genau. Was werden die Leute denken und sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter. Was für eine Schande! Los! Wange erhalten! Ach, du bist den Aufwand nicht wert! Er ist da oben! Da bin ich mir sicher! Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter! Los, rein, Männer! Ich lock ihn raus! Megafon! Megafon! Ich rufe! Den Terroristen und Mörder! William! Joseph! Blaskowitz! Auch bekannt ein Terror-Billy. Ich bin bereit, neben ihrer Gefährten zu verschwinden.
Die Türen sind offen! Kommen Sie allein! Terror, Billy? Was ist das für ein Name? Nach mir wurde gerufen. Geh da nicht rein, William. Sie haben unsere Leute. Wir stecken in der Falle. Uns bleibt keine Wahl. Sie haben recht. Sie müssen von da oben irgendwie unser U-Boot losmachen. Ich will dich nicht verlieren. Du bist noch schwach, William. Du kannst nicht kämpfen. Ich schaff das schon. Also die Gesichtsausdrücke sind ziemlich gut gemacht. Respekt. Meister! Halt! Wollen Sie uns mit Ihrem Rollstuhl überfahren? Komm schon! Festhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit Ihrer Rüstung. Hören Sie sich nicht an! Halt die Schnauze! Was für ein Anblick. Die Anführerin kriecht in ihrem eigenen Dreck. Blaskovic, Sie sind wach. Was von mir übrig ist, ich bringe Sie raus. Halten Sie durch, Caroline. Wie hat sie uns bloß gefunden? Ich hab's vermasselt. Sie hat uns gefunden. Ich hab vollkommen versagt. Aua. Hallo, geht's noch? Ach, Caroline. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind? William Joseph Glasgow. Ja, doch, das glaube ich. Hoch mit dem Krüppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind kein. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. Du wirst bald immer noch fertig. Ach so. Sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Hallo? Wir sind Mode heute. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Fallen lassen. Noch lachst du, du dann. Troller. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie... Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Nimm! Mach schon! Befrei ihren Kopf von ihren Schultern! Ha? Du hast mein Tagebuch gelesen! Leg dich auf! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen! Los! 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 Tun sie es nicht! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversion und Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Man lacht auch darüber so. Ich verpflichte dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie.
Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Schwächling! Scheiße! Eva macht den Meister! Ich würde sagen, geht voll ein Rad ab, ey. Sieh an! Oh, wie seltsam! Eben war sie noch am Leben und jetzt ist sie tot. Haben diese Augen jemals geliebt? Was meinst du? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch. Nee, das ist zu ekelhaft. Bist du ziemlich auch krank eigentlich. Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen. Oder vielleicht lieber hier unten, ja? Sigrun, zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bringt ihn her! Auch ein alter Freund von Ihnen? Ich bring sie um! Bitte hör auf! Es reicht! Oha. Nein! Wow, wow, wow! Lass doch anziehen! Das war für ein Brecher von Typ, ey. Und sie kämpft dann mit ihrer Mutter, denn nicht? Keine große Hilfe. Ich bleibe hier und bewache die Rettungsboote. Junge, Junge, Junge. Was mit ihrer Freundin tut? Schnauze, Mädchen! Fergus, Respekt für den Mann, der einen Arm verliert und weitermacht, als wäre nichts. Ja, allerdings. Das ist schon ziemlich, ziemlich krank. Man kann viel anstellen mit einem Beil und einem Regimewechsel. Meine Güte hier, das ist auch schon eine harte Nummer, ey. Oh. Oh, weißt du was? Fast zu. Hallo. Oh. Das ist jetzt. Das ist jetzt auch nicht so angenehm anzusehen, aber gut. Caroline, hören Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte.